Rudolf Schock, geboren 1915 in Duisburg. Drei ältere Geschwister, einfache Verhältnisse, Armut. Der Vater, Hafenarbeiter in Ruhrort. Trotz allem eine fröhliche Familie mit ausgeprägtem Sinn für Zusammenhalt, wie Schock in seinen Memoiren schreibt. Rudi singt im Kinderchor und macht seinen Weg. Von der kommunistischen Jugend über eine Friseurlehre auf die Konzertbühne. Als der Vater stirbt, arbeitet die Mutter als Garderobiere an der Duisburger Oper. Eines Tages sagt sie zu ihm, die suchen einen ersten Tenor. Was die anderen können, das kannst du auch. Mutters Lob macht ihm Mut. Er bewirbt sich, singt den Einzugsmarsch aus dem Tannhäuser und bekommt 1937 sein erstes Engagement in seiner Heimatstadt. In der Duisburger Oper tritt er dann immer wieder auf.